Hallo, herzlich willkommen hier in Corby in der Skatehalle. Backyard on Tour. Wir haben uns überlegt, heute mal ein Game of Force zu spielen. Die Old Guys gegen die Young Guns. Und weil die Old Guys schon mal hier waren, fangen die Young Guns an. Und ich würde sagen, dann legt direkt mal der Dean los, oder? Dann mach ich jetzt einen Buzzpin in der Hand in der Quarter. Der war gut. Ziemlich gut sogar. Aber das kann ich nicht. Deswegen macht Tobi das jetzt. Boing. Wir gehen jetzt gleich mal an die Wall da und probieren mal Nose Bonk to Buzzpin. Oh, nee. Leider wissen manche den Unterschied zwischen Nolly und Nose Bonk nicht. Deswegen zählt das leider nicht. Also ich mach ein Oppo Bar hin auf das Bubble Ding rauf. Ich mache einen 3-9 über die Box. Das hat der Dean nämlich gestern gelernt und jetzt muss er mal zeigen, ob er es auch auf 1 schafft. Ja, Bummer, ne? Aber das machen wir jetzt wegen dem Hang-Up. Also ich würde sagen, der Trick war sauschön, bis auf die Landung halt. Deswegen würde ich fast sagen, er zählt und hab Team Old Guys ein Haar. Hier machen wir jetzt einen Barspin für Jam. Doch lieber gemacht. HO zu 0 für die Young Guns, wer hätte das gedacht? Wir gehen jetzt mal zu meinem Spezialgebiet, diese Überkopfsachen. Und ich werde mal einen Flair machen in der Boxjump-Landung. Mann ey, echt nicht mein Tag heute. Willst du den probieren? Im Leben nicht. Ich mache an der gleichen Rampe wie gerade eben, Oppo Whip. Ich probiere mal so einen Chuck hier runter, also in die Richtung. Bounce! Hier, guck! Wenn du Tobias reingehst. Double for Jamip. Ah, habe ich 89 auf Word gemacht, aber jetzt muss ich ihn mal wieder rauskramen. Jetzt haben wir denen genug Chancen gegeben. Jetzt packen wir mal aus. Machen wir einen Barspin Tail Tap to Barspin in auf der großen Spine. Ich mache einen Down Whip Tap to Bar in hier an der Quarter. Tja, das war wohl gar nichts, ne? Ich mache nochmal einen Truck Driver. Diesmal versuche ich es rückwärts über die Box. Ich weiß nicht. Clever. Quarter. Das wird jetzt richtig eng. Also steht jetzt Horse zu 0. Für die Young Guns. Mal sehen, wie es weitergeht. Wir müssen ja jetzt ein bisschen was aufholen. Und jetzt gehen wir mal auf die Box über und machen Flip Ken-Ken. Ja, sehr! Kannst vergessen. Ich mache einen Sigma Whip auf den Bubble. Matchball! Oh Gott, oh. Ja, das war aber nichts, also sind die anderen wieder dran. Ich würde es probieren. Matchball abgewehrt, jetzt steht es gar nicht mehr so schlecht für die beiden. H-O-R-S zu H-O. Mal sehen. Ich will vielleicht einen Triple Whip machen. Das kann man nicht machen, das ist schon viel zum hier. Matchball die zweite. So, dann mach ich jetzt einen Bar-Tap-Bar-Tap-Bein. Ich mache einen, also hier in der Quarter, einen Foot Jam to Can Jam to Front Jam. Und dann wieder rein. Viel Glück. Foot Danke. Jam. Jetzt wird ja nochmal richtig interessant hier. Ich mache einen Tile Grab, Tail Tap, Tile Grab in. Traurig. Wir probieren das, beziehungsweise ich probiere das mal. Er probiert das. Dann 4-4, ne? Das wäre schon gut dann.
Berliner Regel. Ding, ding. Was eine Aufholjagd. Hier wurde richtig sportlich rausgeballert und jetzt werden nur noch Matchbälle rausgehauen. Wie geil! Ein 360 Downset wird da das Step-Up-Ding hoch. Ja, sehr, Hashtag Aufholjagd. Boah, nach 7 Stunden Blut, Schweiß, Tränen und Trickgeballer und einer krassen Aufholjagd haben dann doch die Old Guys gewonnen. Dafür einen richtig dicken Jubel!